Hallo Duplikum, ich habe mich mal gefragt, also ihr habt mich gefragt, ja, gefragt habe ich mich, was ist denn das für eine Energie, die die Blumen so schön wachsen lässt, die hier auf der Hand diese ganzen Striche macht oder hier in der Haut diese ganzen kleinen Fältchen oder die Haare wachsen lässt. Was lässt mein Herz schlagen? Das autonome Nervensystem? Das Nervensystem? Und was bringt das Nervensystem zum Laufen? Was ist das autonome Nervensystem überhaupt? Was ist das für eine Lebendigkeitsenergie? Ja, wir können ihnen viele Namen geben, vielleicht Prana, Chi, die kosmische Lebensenergie. Oder? Wir sagen gar nichts drüber, weil das kümmert sie ja nicht, die Energie. Würde ich jetzt mal so frei, fromm, froh behaupten. Jetzt ist die Frage, gibt es einen, der getrennt ist von der Energie? Sowas wie einen individuellen Menschen? Eine Person wie mich? Eigentlich ist ja egal, ob es mich jetzt gibt oder nicht. Wie lange es mich gibt und ob es mich irgendwann mal nicht mehr gibt. Denn meine Natur, behaupte ich jetzt mal, ist ja diese Lebensenergie, die die Haare wachsen lässt, den Happa-Happa-Mampf-Mampf verdaut, die Wolken über den Himmel ziehen lässt, die Sterne zum Strahlen bringt. Ja, und nun zurück zu der Frage, ob es jetzt einen gibt, der abgetrennt ist. Natürlich gibt es ihn in der Welt der Ideen, der Erfahrung, gibt es die Idee der Trennung als energetisches Erlebnis sogar. Weil so, es ist auch so, meistens, also bei mir zumindest, die Idee da, ich bin wer. Nachdem ich niemand war, also, bevor ich wer geworden bin, war ich ja einfach nur so undefiniert da. Sagen wir, als offenes Bewusstsein, das alles erlebt hat von Freud und Leid, ohne drüber ein Urteil zu fällen. Nicht mal auf die Idee kam. Und dann kam so der Gedanke, hat sich eingeschlichen, hey, du bist ja der kleine Wicht hier. Du bist ja nicht mal Wicht, du bist der mit deinem Namen hier. Wie heiße ich? Na egal. Auf jeden Fall, dann, ja, jetzt musst du mal in die Schule gehen und was lernen. Und dann, boah, da fängt da der Stress irgendwo an hier. Und dann beginnt die Identitätssuche und ich suche nach meiner Berufung, was könnte ich machen, wie kann ich es schaffen, mich zu integrieren und gleichzeitig aber dieser Sehnsucht nach voll... nach Spaß und Freude, nach Freiheit, die Sehnsucht nach Freiheit unter einen Hut zu bringen. Wie geht das? Sich einzubinden, zu integrieren, aber trotzdem diesen Drang nach Freiheit gerecht zu werden. Geht irgendwie nicht. Voller Konflikt. Also, was bin ich geworden? Nix. Kein Beruf, keine Ausbildung. Nee. Ja und? Aber die Erfahrung, die Erkenntnis, das Universum sorgt schon für diesen hier. Kann er gar nichts machen dagegen. Er kann nicht gegen seine Natur handeln. Und wenn es mich jetzt relativ irgendwie nicht mehr gibt, in 50 Jahren oder 70 oder 20 oder 10 oder morgen, was ist dann? Bin ich jetzt schon tot? Lebe ich jetzt schon... in der Idee, geboren zu sein und dadurch sterblich zu sein und irgendwie, eigentlich bin ich ja schon tot. Ich bin ja gar nicht das ewige Leben, das ungeboren ist. Oder? Doch? Wer bin ich hinter meiner Geschichte? Das ewige Leben? Ungeboren? Was lässt die Blumen blühen? Und die Wolken am Himmel vorüberziehen.
Was lässt die Vögel fliegen? La 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 la. Danke fürs Zuhören, Duplikum. Auf Wiedersehen und wunderschön. Auf wunderschön und wiederhören. Nee, auf Wundersehen und schön schauen. Oder auch nicht. Aloha.